So, willkommen back. Income and Play, Maiko am Start hier. Ich würde mal sagen, wir legen los. Assassin's Creed 3 Remastered. Let's start it. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. So, wir müssen unseren Bekanntheitsgrad verringern. Ist ja nicht schlimm, ist ja zack, zack, aber vorweg checkt auf jeden Fall Instagram ab. Damit ihr mal auf dem neuesten Stand seid. Natürlich habe ich nicht geguckt, ob der Joystick voll ist. Das wäre hier fast umgebracht. Packen wir schon noch. Ein bisschen Fighting hier mit drin. Weil er reagiert halt immer noch schlecht, ne? Weil das ist halt der kleine Connor. Feige Säue sind das, ey. Feige Säue. So, haben wir hier nicht ein Zwischenlimit? Nee. Ich dachte, wir dürfen nicht bekanntes Grad 3 sein, aber wir sind ja die ganze Zeit, glaube ich, schon. Das kommt aber danach, die Mission. So, eins haben wir schon mal. Easy going. Moment. Fäuste hier mal. Batz. Batz Dalaka. Das zweite. Ich kann nicht reden, solange noch. Auch ein paar Gegner. Ich weiß nicht, was er jetzt da gemacht hat. Gibt ja nicht Faustkampf. Wo schießen wir nicht? Ich kann nicht schießen, ne? Dann halt so. Ich kann echt nicht schießen hier. Gar nichts. Naja. Komm, die zwei schnappen wir uns auch noch. Easy.
wir das auch. Er kommt den einen da noch. Steht er so ganz alleine. Ich dachte, der ist so einsam, wisst ihr? Dann dachte ich, nehmen wir den auch noch mit. Ich bin ein guter Assassine, ne? Ich denke meine Mitmenschen. Du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. So, jetzt müssen wir weiter. Zur Druckerei. Allerdings müssen wir mit ihn mitschleppen. Das heißt, wenn man sich zu weit von ihnen entfernt, schon wieder scheiße. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz da davon. Ein Gegner. Wir werden rum. Nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Hier kann ich auch noch nicht durch. Bestimmt, weil er im Schlepptau ist. Durch die Hintergassen. So. Hier sind wir fast richtig. Ist auf jeden Fall noch hinter uns. Das ist hier was. Komm nicht hinterher, der Lump. Los hier. Rania! Alter. Wie langsam der ist, ne? Das macht das Spiel extra. Okay, da komme ich nicht durch. Gucken, ob der nachkommt. Bleibt bestimmt stehen. Dein Ernst? Sagen, erfolgreich bestanden. Jetzt kommen die Katakomben, soweit ich noch weiß. Packen wir.
So, weiter geht's. Wir müssen, glaube ich, jetzt reisen. Konstanzgrad hatten wir runter. Was ihr leider nicht gesehen habt, war einfach nur, dass ich bei der Druckerei war und da halt nicht mein Vakanzgrad halt nochmal komplett runter gemacht habe. Also wenn es gar nicht mehr geht, wenn ihr auf dem höchsten Level seid, was Bekanntheit angeht, dann einfach zur Druckerei, müsst ihr inzwischen zahlen, ne? Aber dann ist er auf jeden Fall safe runter. So, und wir reisen jetzt zurück. Ja, wir hatten leider wieder Aufnahmeprobleme. Die Capture Card wollte ich so, wie ich will. So. Dann reisen wir. Also AC3 kann ich nur jedem empfehlen wieder, ne? Hab's glaube ich sogar verlinkt als Amazon-Link. Wenn ihr es günstig bei Amazon kaufen wollt, dann... und mich unterstützen wollt, ihr habt ja keine weiteren Kosten dadurch. Let's do it. So. Okay. Andersrum. Darum war das. Aber lang schon nicht mehr hier. Bald geht es auch darum, die Siedlung aufzubauen. Ich finde allgemein das ganze System hier bei AC richtig cool. Also, fängt sie erst mit seinem Vater an, dann als kleiner Junge, dann als Jugendlicher, dann als Erwachsener, baut sich seine eigene Siedlung auf. Das ist schon richtig krass eigentlich, das Spiel. Ich glaube, dass es mal ein PS3-Titel war, also top. Gucken, was der Meister sagt. Ich dachte, hier ist ein Eingang. Nehmen wir den. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Unsere Assassinenhandschuhe. Bevor ich meine Meinung ändere. Ich würde mal sagen, es kommt unser erster Auftrag. Als Assassine. Hey,
25 Gegner mit der versteckten Klinge. Achso, das ist neben Mission. Also neben Ziel. Oh komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Dann starten wir die auch nochmal. Ja. Keine Zeit, bitte komm! Ich glaube nicht allzu lange, hier müssen wir mal seinen Kumpel retten. Wenn ich es nicht verkacke, heißt es. Packen wir schon, ne? Packen wir es an. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Das Wasser nicht berühren. Hilf mir! Ah, schon fail. Schon fail, Mädels. Das will ich auf jeden Fall auf 100% schaffen. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, einfach vorspulen, bitte. Das schon noch. Zu Hilfe! Hilfe! Ach, man muss ja hier rüber, ne? Über die Baumstämme. Das geht ja leider nicht anders. Zu Hilfe! Ach nee, egal jetzt. Scheißen wir drauf. Ja, das war's sowieso jetzt. Kann ich direkt neu starten. Nicht, dass wir das hier noch schaffen. Na? Zu Hilfe! Hilfe! Ich glaube, ihr fehlt nicht so wie ich. Können wir es ja eigentlich nochmal starten. Jetzt kenne ich ja den Weg. Ich verarschen. Nein, lassen wir es. Dann mache ich das nochmal auf offline. Wie gesagt, ich habe euch jetzt zum Schluss den Weg gezeigt. Den einfach lang gehen und dann sollte es klappen. Holzkopf! Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf dem Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Sequenz 5. Abgeschlossen. Ja, ich weiß. Haben die 40 Points nicht gekriegt? Ja, wir holen das auf jeden Fall nach. Okay. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches.
Ja, jetzt sind halt überall Missionen frei. Die wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal machen werden. Aber wir gehen jetzt hier erstmal raus. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt auf jeden Fall Instagram ab. Und wir sind raus. Ciao.